Ich habe noch nie so ein Ding gekickt. Easy! Wow. Oh, der ist aber sowas von gut. Point. NFL Teams, Toronto Raptors. Die Spieler. Du, er läuft, Johnny auch? Okay. Der Super Bowl steht vor der Tür. Die Cincinnati. Englisch. Englisch? Ja. Later. I will translate later. Dritter Take. Der Super Bowl steht vor der Tür. Die Cincinnati Bengals treffen auf die Los Angeles Rams. Und wir haben uns getroffen für die erste Eintracht Frankfurt Football Challenge. Wir wollen mal gucken, wer nächstes Jahr im Kader der Bengals oder der Rams stehen könnte. Drei Challenges werden auf die beiden Pärchen hier, rechts Team Hessen und links Team International, warten. Mal gucken, wer gewinnt. Auf geht's. So, Challenge Nummer 1, es geht ums Kicken. Im Football ja ein elementarer Teil und unsere Jungs, glaube ich, die einfachste Aufgabe tatsächlich. Sie müssen über das Tor kicken. Es ist relativ ähnlich zu der Größe eines Field Goals, nicht ganz, aber wir drücken da heute mal ein Auge zu. Und es geht immer 10 Meter weiter hinten. Wir starten mit 20 Metern und wer 3 Leben verliert, der ist raus. Also, auf geht's. Let's go! Komm, Tiri! Gegenwind. Ja, der ist souverän. Gonzalo mit Schuss Nummer 1 aus 20 Yards. Konzentrierter Anlauf. Den lassen wir noch gelten. Was? Also, 20 Yards von beiden geknackt. Wir gehen auf die 30 Yards. Over the top. Okay, 30 Meter. Ich habe noch nie so ein Ding gekickt. Aber warte mal kurz, kannst du mal richtig Anlauf nehmen da? Das liegt, ey. Komm mal jetzt. Oh, der ist aber sowas von gut. Bravo, Seppel! Also 30 Yards geknackt. Ich bin da! Von Sebastian Seppel, ja. Okay, Jens-Peter Höge. Mit dem Kick aus 30. No! No, but no good. Hey. Zweiter Versuch von Jens-Peter Höge. So, zweiter Versuch. Der ist drin. Wow. Das. This is mentality. Yeah. When you miss not the mentality. This is not mentality. This is about Leistung. Okay, jetzt 40 Yards oder 40 Meter ist ja nicht exakt das gleiche, aber das ist schon ein Field Goal, wo der ein oder andere Kicker auch ein bisschen Probleme hat in der NFL. Tibi nimmt Maß. Oh, der Wind! Was ist das, Alter? Was ist das, ey? Da müssen wir mal gucken, aber ich glaube, der war zu eng. Mein Gott, ey! Der Wind macht es ein bisschen schwieriger für die Jungs. So, Gonzalo Paciencia. Aka Maradona. 40 Meter, 40 Yards, Field Goal Versuch. So, zweiter Versuch für Sebastian, beziehungsweise für euer Team. Meine hat ja auch gepasst, aber der sagt ja, komische Schiedsrichter. Ja, das war so eng. Ja genau, und bei Gonzalo sagt ja, gell? Sempelrode. Aber kannst du ein bisschen mehr Anlauf nehmen, weil du musst bis dahinten schießen, ne? Aber Sempels erster sah verdammt gut aus, muss man sagen. Lasst nicht zu früh los. Ja! Oh nein! Leider nein! Also Jens-Peter Höge mit dem Druck treffen zu müssen jetzt. Ansonsten geht der Punkt an Team Hessen. So, Jens-Peter Höge from 40 Yards. So, nächste Challenge, Männer. Der Oppel war ja express zugeschlagen. Okay. Kicking Challenge geht an Team Hessen 1:0, weil sie ein. Danke. Jetzt kommen wir zur zweiten Disziplin. Das nennt man in Amerika Trash Can werfen. Normalerweise ist sie ein bisschen weiter. Das heißt also, die lupfen den Ball in die Trash Can, also in den Papierkorb. Okay. Wir machen das ein bisschen kürzere Distanz. Von hier, vom Strafraumpunkt, versuchen wir da reinzuwerfen. Jeder 3 Versuche, wir zählen dann zusammen, wer wie viel getroffen hat. Jeder Spieler 3. Jeder Spieler 3. Okay. Ja.
So, erster Wurf. Oh ja. Ist nicht schlecht. Bisschen kurz. Also ich würde sagen, ist nicht schlecht. Aber ist nicht schlecht. Ah, der von Jens-Peter Höge war besser. Ein Meter vorbei. Also mit dem Kopf ist er auf jeden Fall auch beim Football gut. Ah, auch der zweite Treffer. Nicht drin. Zweiter Versuch. So, was ist jetzt mit Versuch Nummer 2? Also seine Fußarbeit ist schon auf jeden Fall schon würdig eines NFL-Quarterbacks. Am Wurf müssen wir noch ein bisschen arbeiten. So, Versuch Nummer 3. Jens-Peter versucht noch ein bisschen den Grip noch besser zu finden. Oh ja. Oh. So, letzter Versuch für Team Paciencia Höge. Love pressure. Ich mag Druck. So. Erster Dropback wieder, jetzt zeigt er tief. Und der Wurf ist zu weit. Zu weit geworfen. So. Gut, also, es ist zu schlagen, keiner. So, Seppel mit dem ersten Versuch. Sebastian Rode trifft die Trashcan mit dem allerersten Versuch. Ja, wenn man es kann, dann kann man es einfach. So, zweite Disziplin ist vorbei. Ihr führt 2-0. Wir nehmen die dritte. Es ist schon entschieden. Ihr seid die Sieger. Wir nehmen die dritte trotzdem mal Runde nochmal mit, dass ihr auch gut vorbereitet seid auf den Super Bowl am Abend. Wir spielen Wer weiß mehr? Also ich stelle eine Frage und jedes Team versucht dann sozusagen eine Antwort zu geben. Und wer am Ende keine mehr weiß, der verliert. Okay, nur zur Information. Nennt bitte NFL-Teams. NFL-Teams, Teams. You can start. Tampa Bay. Mhm. Ja, aber ja, da fehlt ja was. Aber warte mal, kann man einfach Tampa Bay sagen oder was? Tampa, diese Team. Amerika. Was ist das, Alter? Das Team, ja, but the name after. Giant. Hey, das geht nicht, ey. Green Bay Packers. Green Bay, ja. Green Bay sind dran. Green Bay Packers. Ja. Immer ein Team, immer ein Team. Okay, wir nehmen die Green Bay Packers als erste Nennung. Die Green Bay Packers. Okay, ihr seid dran. Wir nehmen den Seattle Seahawks. Okay. Eintracht Frankfurt. New York, no. New York, New York, the birds. Kansas City. Kansas. Ja. Ja. Okay. Ja. Pittsburgh. Pittsburgh Steelers. Yeah. Pittsburgh Steelers. Houston Rockets. Die spielen NBA tatsächlich. Die spielen NBA. Keine Ahnung. Toronto Raptors. Die spielen auch NBA. Ja, die spielen Basketball. Pittsburgh auch. Pittsburgh. Ich kann nichts mehr ausstrahlen, Alter. In dem Fall geht der erste Punkt an die Kategorie Hessen. Zweite Frage. Ihr dürft oder wir nehmen Football-Begriffe im Allgemeinen, die ihr kennt. Okay. Football-Begriffe. So, Name Football Players. Yeah. Yeah. Du kannst sagen. Football Words. Yeah, Football Words. Ja, ja, Touchdown. Sehr gut. Interception. Block. Ja? Rushing Yard. Quarterback. Wow, 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 wow. Ah, das geht auch, okay. Ja. Okay. Linebacker. Aber can you do that? Point. Lassen wir gelten. Ja, it's correct. Point, 1 point, 2 points, 3 points. 2-point conversion. Wow. Wait. Coach. Okay, defense coach. Ja. Clothes. Trikot. And then jersey. Okay, ja, jersey. Sag wenigstens Ausrüstung. Okay. Helmet. Okay, that's good. Was heißt denn unter die Head oder so? Oder faul? Wie heißt es denn? Wir sind zu seriös für dieses Spiel, Sippe. Okay, wir haben es ein bisschen spannend machen wollen. 1-1. Eine Frage gibt's noch. Ihr könnt starten. 1-1? Ja, ihr habt zu lange gebraucht. Ja, bitte. Nennt uns die letzte Frage. Nennt uns
aktuelle Quarterbacks der NFL? Giselle Bunch, no, Tom Brady. Nein, das sagen wir. Wir sind im Anfang. Wie ist das? Tom Brady. Ja, okay. Gib mir. Patrick Mahomes. This is pressure. From then, from Norway, yeah? No. Aaron Rodgers gefahren? Aaron Rodgers. Ja, das ist korrekt, von Green Bay Packers. Lass ihn überlegen! Joe, what's his name? Joe. Odwell Jr. Joe. Ja, Joe Flacco. Ja. Joe Flacco. Yes, Joe. Ja, Stafford. Matthew Stafford, that's correct. Josh? Yeah. He played for the Giants. Hey, Lass, come on! Bitte! What is this? Josh Allen. Josh Allen, ja. Josh Allen ist korrekt. Komm, wir lassen sie noch mal am Leben. Einen habt ihr noch im Petto, oder? Josh Allen von den Buffalo Bills. Lassen wir noch mal gelten. Wilson from Seattle Seahawks. Ja, yeah. Russell Wilson from Seattle Seahawks. Glückwunsch. You win. They win. But it's not fair. They put the American and they put the captain against these two. Good. I like this. Thank you. But for the second question, I like the answers the most. American football. Der Emmelwein Express hat gewonnen. Also, deutlicher Sieger bei der Football Challenge. Sebastian Rode und Timmy Cicente, herzlichen Glückwunsch. 3-0. Beim nächsten Super Bowl also suchen wir uns passendere Gegner. Nein, ihr habt das tapfer geschlagen. Gut gemacht, Jungs. Danke schön für diese Invitation. War sehr, sehr. Ich bin sehr, sehr glücklich, so hier sein. Und ja, nächstes Mal ich mache es besser. Ich versuche. But can you forget your teammate, eh? You can't keep them. No. Dankeschön, Männer. Super.